Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto Vice City, Part Nummer 19. Wir haben einmal eben kurz geschaut, ob wir das Hot Ring Race machen können. Aber Stand jetzt ist es nicht der Fall. Deswegen müssen wir einmal schauen, dass wir in diesem Part gut was weggekloppt kriegen in Form von Missionen, sag ich jetzt mal. Da fahren wir mal direkt. Wo fahren wir denn am besten hin? Wir sind gerade mittendrin, die Missionen für Luffists zu machen. Aber wir haben kaum Kohle eigentlich, um uns ein gescheites Waffenarsenal unter die Beine zu stellen, weil wir ja alles ausgegeben haben für die ganzen Immobilien. Die ganze Kohle, die muss jetzt eigentlich wieder reinkommen. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal zu dem Symbol, zu dem Ace of Spades Symbol, zu Big Mitch Baker. Den sollen wir überreden, dass er die Security für das Lovefist-Konzert übernimmt. Ich nehme mal hier die Waffe nämlich mal mit. Wir müssen den jetzt überreden, dass er eben das machen soll. Fangen wir mal dann dementsprechend an, hier von dem Club, mit der wunderschönen Angel, vor dem Greasy Chopper. Die erste Mission, Alloy Wheels of Steel. Where's Baker? I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Ball said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Ball? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. Okay. Heißt es, wir waren in dem ersten gleich ein Rennen gegen zwei der Kumpasen von Big Mitch Baker. Get a freeway on Angel and get to the starting grid. Zum Glück steht hier eine Angel bereit. Dann fahren wir mal. Fahren wir ganz chillig, ganz gemütlich, keine Hektik, kein Stress. Wir müssen nur gucken, dass wir sauber an alle vorbeikommen. Was wir auch gerade geschafft haben. Wir haben jetzt erstmal ein Rennen zu fahren mit Freeway oder Angel, um zu gucken, ob wir überhaupt geeignet sind für Big Mitch Baker, weitere Aufträge zu erfüllen oder dementsprechend uns auch einen Gefallen zu tun. Dämlich Infernos. So. Oh. Ich glaube, da habe ich was verpasst. Ne? Wie ich was verpasst habe. He went in to save his country, but found his family and lost a friend. So. Ah, da vorne ist er, ja. Dann müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich da in ihn rankommen. Und die anderen beiden Flachpfeifen. Oh, you're fucking kidding me, aren't you, mate? Kann doch jetzt nicht sein. Da versuchst du die Kurven so eng zu schneiden, wie es nur irgendwie möglich geht. Gran Turismo sei Dank. Und trotzdem bringt das nichts wirklich was, weil der Triggerpoint so dermaßen für den Arsch ist. Jetzt müssen wir nur noch auf den Unfall des vorherigen Kollegen hoffen, dass der irgendwo hängen bleibt. Ich glaube, das passiert nicht. Ah, doch. Kann ich den... Komm, schnell durchfahren, schnell durchfahren, schnell durchfahren. Und jetzt... So. Ich war kurz davor, den Part neu zu starten. Da bin ich ehrlich mit euch.
Wow. Okay. Ich war ohne Scheiß, ich war kurz davor, das Rennen neu zu starten, weil es überhaupt nicht lief. Aber am Ende hat es dann doch irgendwie geklappt. Gut, sind wir direkt wieder hier, machen direkt die nächste Mission von Big Mitch Baker. Messing with the Man. Und da habe ich auch ein bisschen was zu erzählen zu dieser Mission. Got you again. Hey, Rossetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Big Mitch Baker, der Motivationsschieber. Jetzt müssen wir ein bisschen ein Rampage absolvieren. In 2 Minuten sollen wir den Chaos Meter füllen, um zu darzustellen, was für ein Badass wir sind. Dementsprechend müssen wir schauen. Das war ein bisschen Chaosmeter gefüllt kriegen. Anderthalb Minuten, also wir haben schon 5-0. Muss ich auf dem Bike sitzen? Ne, muss ich nicht. Vielleicht wenn wir die Karre sprengen würden, wäre das auch gut. Spreng mir mal die Karre, Junge. Wir machen das mal ein bisschen mit dem Flammenwerfer. Spicing things up. Oh. Der Chaos wieder steigt und steigt und steigt und steigt und die Mission ist erfüllt. Wir haben 5 Sterne und müssen so schnell wie möglich abhauen. Ja, perfekt! War gut, dass ich einen Flammenwerfer dabei hatte, ey. Ansonsten wäre das ganz schön eng geworden. Mit der Target Time. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir so heil wie möglich da zu unserem Apartment hinkommen. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen, oder? 32 Health Points, aber ich habe keinen Bock, die Waffen hier zu verlieren. Ich habe keinen Bock, die Waffe zu verlieren. Komm, bevor, like a fox on the run. Ja, geht's wieder raus auf die Straße, da will ich nicht unbedingt hin. Ja, ich wollte ja was Bestimmtes zur Mission sagen, nämlich die wir gerade gespielt haben, Messing with the Man, wir sind tot. Die Mission Messing with the Man ist in der ursprünglichen deutschen Fassung, wenn ihr das Ding auf Deutsch spielt, geschnitten, beziehungsweise die ist nicht verfügbar, diese Mission. Und jetzt müssen wir uns wieder um Waffen kümmern. Oh Gott. $20 gehen schon mal erstmal hier rauf. Wir nehmen uns mal den Idaho. Eben schnell. Für die nächste Mission wird ebenfalls ziemlich crucial werden. Big Mitch Baker hat eben nicht so viele da. Obwohl, wir könnten mal schauen. Es ist ja 22 Uhr. Aber ich glaube, das ist ja immer noch beim Dirt Ring, ne? Ja, warten. Warten wir mal eben kurz und sie kommen ein bisschen ab. Dann fahren wir nochmal zum Hyman Memorial Stadium rum und gucken mal, was dann auftaucht nach Mitternacht. So, was hast du denn hier? Cold Python. Nicht schlecht.
MP5 kostet aber eine ganze Menge da. Den Rest muss ich gucken, dass ich vom Dach meines Apartments aus es kriege. Die Panzerung und den ganzen dämlichen Kram. Ja, es kommt davon, wenn man sein ganzes Geld in Immobilien steckt und dabei noch nichts rumkommt. Dafür hat man eben keine tolle Schiene, so wie schon mal. Ist das jetzt schon Hotring? Ja, jetzt haben wir noch Dirt Ring. Dirt Ring haben wir ja abgeschlossen, genauso wie das Destruction Derby kind of thing. Gehen wir mal eben kurz hoch. Sammeln wir unsere Munition ein. Wir haben ja zum Glück die 100 Päckchen absolviert. Davon. Also die 2000 Dollar für die Cold Python, die hätte ich mir aber auch sparen können. Doch. Die hätte ich mir sparen können. Ich glaube, von hier oben können wir sogar sehen, was ansteht. Ah, perfekt. So, wir wissen, was wir jetzt gleich machen werden. Wir machen eben schnell die eine Mission von Backmatch Baker noch fertig. Und dann gucken wir, dass wir in diesem Part dieses elendige Hot Ring Race fertig kriegen. Dass wir da auf dem ersten Platz werden. Ja, das war ja im letzten Part. War das ja so eine Sache, ne? Mit den Stadium Events. Da müssen wir dann nochmal schauen, weil dadurch verlieren wir eine ganze Menge Zeit. Oh, Oceanic. Kurz auf der Handbremse gedrückt und schon haut er die komplette Heck rum. So schwer ist das dann. Viele Taxis. Wir müssen ja auch noch ein paar Taxifahrten erledigen. Es gibt eigentlich noch so viel zu tun hier in Vice City. Unter anderem noch die Rampages, die Stunt Jumps und so weiter und so fort. Dann müssen wir gucken, dass wir das in den nächsten Parts auch so weitestgehend, nachdem wir alles erledigt haben von den Missionssträngen her, bis zu der Druckerei, dass wir das alles so weitestgehend hinkriegen. Hawktide, die nächste, die dritte und die letzte Mission von Big Mitch Baker. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass for City. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Come on! Come on, come on. Wenn weiter nichts ist, gut. Wollen wir das machen? Na? A local gang has stolen Mitch Baker's Angel. Hold up behind ammunition in the downtown area. Okay, wir haben also ein klitzekleines Problem, wie Mitch Baker schon gesagt hat. Ein schnelles Bike brauchen wir, damit wir aufs Dach kommen. Da sehen wir diese Treppe. Da müssen wir hochfahren, um eben zu diesem Hideout zu kommen, wo sich die Angel versteckt. Von Big Mitch Baker. So, dann gucken wir mal. Ist hier natürlich nicht. Of course not. Na komm, ich leine mal eben kurz nochmal die Angel aus. Mal schauen, ob wir es mit dem zumindest verstanden, mit einem gewissen Anlauf, sollte es ja eigentlich kein Problem sein. Hey, was close? Oh, das sieht gut aus. Yeah, super. Wir kriegen nochmal einen Stunt-Jump. Weiß ich gar nicht mehr sogar. War nicht hier oben jemand? Naja, egal. Ich wusste, hier oben war jemand, aber da können wir auch ein bisschen, wenn wir uns das Teil einsammeln, können wir ein bisschen Munition sammeln für das schöne Submachine Genshin. Aber weißt du was? Wir haben das ganz anders. Ich habe ja ein bisschen Cold. Zack. Das ist ja eigentlich ein One-Hitter.
Ihr seht, die fallen direkt um. Deswegen liebe ich diese gottverschissene Waffe hier in Vice City. Die Colt Python. Ich hab grad gesehen, ja. Natürlich sammeln wir auch noch Geld ein, so ein bisschen. Ach, die kommen aus diesen Löchern. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich verschwinden. Du stirbst. Du stirbst. Du stirbst. Du stirbst. So. See ya. Wieder nur. Zurück. Einen Weg zurückfinden. Was sagst du? Muss man hier hoch. Ah, jetzt waren die Million Gang-Burritos auch noch hinterher. Perfektomatisch. Ich hätte auch den Weg um die Feuerwehr dort fahren können, aber hier ist es ein bisschen angenehmer. Können wir ein bisschen die Geschwindigkeit austesten und können wir auch ein bisschen die Local Street Gang vom Hals halten. So, get the bike back to the bar. There you go. Big Mitch Baker hat sein Bike wieder. Und Ken Paul hat seine Security. $4000 kriegen wir mal auf. Die helfen einem kleinen Bruder hier in Geldnot aus. Wir haben fast 800 Schuss Munition für dieses wunderschöne Teil. So, wir machen nicht mal vom Bike. Mal gucken, vielleicht ist sogar noch Zeit. Eine weitere Mission, naja, warten wir den Anruf ab und dann schauen wir weiter. Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Ja, perfekt. Da nochmal die Bestätigung für unseren kurzweiligen Auftraggeber, dass Kent Paul für den Lovefest-Gig eine anständige Security hat. Da im nächsten Part dran anknüpfen. Jetzt speichern wir mal eben kurz, beziehungsweise ich beende den Part hier erstmal. Klar ist das ein wenig kurz, dafür wird der nächste ein bisschen länger werden. Mit weiteren Missionen und vielleicht auch noch Nebenmissionen, die wir zu erledigen haben, wie unter anderem das Taxi-Unternehmen. Ja, soweit von mir erstmal. Das ist doch deutlich eine Verbesserung im Gegensatz zum letzten Part, der ja mal völlig aus dem Ruder lief. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich sag tschüss. See y'all. Und bis zum nächsten Mal.